Willkommen zu Hotlap hier auf YouTube. Die Formel 1 geht wieder los in Bahrain. Abonniert gern kostenlos den Channel, dass ihr nichts mehr verpasst. Lasst doch gerne ein Däumchen oben da. Wir gehen auf alle wichtigen Winkel ein. Aber zuerst mal hier die Randdaten. Das Debüt gab es 2004, bereits vor 20 Jahren. Der Rekord liegt bei einer 1,27,2 von Lewis Hamilton. 15 Kurven, 6 links und 9 rechts ist der absolute Rekord hier von Lewis Hamilton. Mit den meisten Wins von 5. Und die Länge einer Runde hat 5412 Meter. Das ist also Bahrain. Und hier noch einmal kurz im Überblick. Es wird 3 DRS-Zonen geben. Die Strecke ist natürlich perfekt, denn man hat hier gefühlt alles. Aber jetzt wird spannend, denn wir starten rein in eine neue Season mit Hotlap. Diese Woche habe ich mich für den Red Bull entschieden, denn ich weiß halt, dass er, glaube ich, auch der große Favorit sein wird. Jetzt geht's mal los auf Start und Ziel. Das ERS und das DRS ist aufgedreht und wir gehen rein hier in unseren Run. Es geht Richtung Turn 1 und das ist auch einer der härtesten Bremspunkte der Strecke. Innen den Körb nur ganz leicht berühren. Hier links kann man eigentlich richtig drüber rattern und ja, beim Rausbeschleunigen dann natürlich schnell durchschalten die Gänge, denn es geht den Berg auf, rauf, wo man dann auch gut überholen kann. Und ja, da noch einmal aus der Innenperspektive hier rechts war ich ein bisschen weit vom Körb weg, weswegen ich dann auch teilweise weit nach innen gegangen bin, also halt nach außen gegangen bin und hatte dann auch nicht den optimalen Wechsel. Das war nur minimal, aber ja, hier die zweite DRS-Zone, den Berg rauf. Es ist hier eine ganz, ganz tricky Kurve. Hier gab es 29 Mal von Lewis Hamilton neben die Strecke kommen und das eine Mal dann als Verstappen neben die Strecke gekommen ist, hat es dann gezählt. Natürlich aber auch, weil es dann halt auch das Überholmanöver war. Die Passage mag ich eigentlich am liebsten, denn hier rechts ein bisschen den Körb berühren und links dann Vollgas durchdrücken bis hier unten. Also das ist echt eine coole Kombination. Hier hast du wirklich viel Spaß und beim Runterfahren hier links kannst du auch wirklich viel Schwung mitnehmen. Die Kurve ist nämlich echt essentiell wichtig, denn hier bereitest du dich sozusagen vor auf deinen ersten Angriff, bis es dann hier runter geht, Richtung Tür 9-10. Es ist eine ganz, ganz schwierige Passage, für mich eine der schwierigsten Kombinationen an der kompletten Strecke. Es ist wirklich unfassbar, beim Rausbeschleunigen musst du aufpassen, auch hier kannst dich ganz leicht wegdrehen, wenn du zu früh aufs Gas gehst. Dann darf der Flügel erneut aufgemacht werden, hier saugst du dich mal dran an deinen Gegner und ja, dann geht es wieder runter und dann diesen Berg rauf. Das ist auch wieder eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also wirklich unfassbar smooth hier durchkommen. Rechts nur nicht den Körb zu stark berühren. Beim Raufbeschleunigen, dann kannst du den kompletten Körb mitnehmen. Denn es ist wichtig, hier viel Zeit zu machen. Also generell viel. Es kommt viel auf Strecke ausnützen an. Gerade im Bahrain ist es wirklich verdammt schwierig, sonst Zeit zu finden. Es ist Lilian im zweiten Sektor. Ich erfahre euch natürlich auch am Ende meine Top 3 Predictions und natürlich auch meine Rundenzeit. Die Turn 15, ja, ist eigentlich basic. Man kann sagen, die ist ganz cool. Beim Rausbeschleunigen hilft dir der Körb links. Kostet auch kaum Zeit, wenn du da drauf fährst. Und beim Rausbeschleunigen kannst du dann auch direkt früh aufs Gas gehen. Ist auch wichtig, denn da ist die beste Möglichkeit zum Überholen. Das war eine Runde hier in Bahrain. Ich freue mich extrem auf das Rennen. Es geht endlich wieder los, Leute. Die Formel 1. Und ja, ich bin eine 1,29,932 oder so. Keine Ahnung, die hinteren Zahlen. Aber es war eine 1,29,9 bin ich hier gefahren. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meiner Runde. Es hätte auf jeden Fall besser laufen können. Und meine Top 3 Predictions sind, ich würde mal sagen, es wird ein sehr eintöniges Rennen werden, denn auf dem dritten Platz landet für mich Lewis Hamilton, auch wenn man das dem Mercedes nicht zutraut. Ich glaube, Hamilton wird da mit seiner Magic zaubern. Auf den zweiten Platz sehe ich persönlich Charles Leclerc. Er ist, glaube ich, diese Season wieder da. Er wird diese Season auch wieder eher um Poles kämpfen und auf den ersten Platz natürlich Max Verstappen. Ja, es führt nichts an ihn vorbei. Das war also eine Hotlap hier in Bahrain. Ich freue mich extrem. Seid ihr genauso hyped wie ich? Wie würdet ihr die Top 3 predikten? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei, it_gaming, aber auch gerne auf TikTok, it_tobi. Links immer alle unten in der Bio. Und für heute soll es das mal gewesen sein. Morgen kommt dann auch wieder meine Predictions für diese Season. Seid auch gerne dabei. Es wird auch wieder mein Team die nächsten Tage kommen. Bis dahin und ciao.